Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat am 26. November gemeinsam mit Simone Oldenburg in der Landespressekonferenz eine positive Bilanz der Arbeit der Landesregierung in den ersten 3 Jahren der Wahlperiode gezogen. Es gibt 3 große Unterschiede zwischen der Landes- und der Bundespolitik. Erstens, wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern eine stabile, verlässliche Regierung, die vertrauensvoll und konstruktiv zusammenarbeitet. Zweitens, unsere Landesregierung hat in diesem Parlament klare und verlässliche Mehrheiten. Und drittens, wir haben auch gemeinsame Ziele für dieses Land, die wir vor 3 Jahren zusammen aufgestellt haben und die immer noch aktuell sind, aktueller denn je. Die Wirtschaftskraft stärken, Arbeitsplätze schaffen und sichern ist in den kommenden 2 Jahren die wichtigste Aufgabe im Land. Mecklenburg-Vorpommern war 2023 und im ersten Halbjahr 2024 das Land mit dem höchsten Wirtschaftswachstum in Deutschland. Gleichzeitig macht sich die schwierige Wirtschaftslage in ganz Deutschland, auch in Mecklenburg-Vorpommern, bemerkbar. Die Landesregierung setzt in Zukunft sowohl auf traditionelle Branchen wie den Tourismus, die maritime Wirtschaft, die Land- und Ernährungswirtschaft, als auch auf Zukunftsbranchen wie die Biotechnologie und Medizintechnik, die erneuerbaren Energien und die Wasserstoffwirtschaft. Anschließend teilten die 4 Oppositionsparteien des Landtages ihre Meinung zur Landesregierung. Wir haben im nächsten Jahr 4 wichtige Stimmungstests im Land. Nicht nur die Bundestagswahl, sondern für uns im Land ganz entscheidend die 4 Wahlen zu den Landräten. Und auch da schickt die Linke Kandidaten ins Rennen und wird sich dann im Anschluss sicherlich die Frage stellen lassen müssen, inwieweit sie hier im Land überhaupt noch die Rückendeckung hat. Und auch die SPD wird anhand dieser Ergebnisse, glaube ich, gucken müssen, inwieweit sie mit ihrem Koalitionspartner hier noch eine Legitimation des Wählers hat, weiter zu regieren. Und dann werden wir sehen, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Wir als AfD sagen ganz klar, bei der aktuellen Entwicklung in den Umfrageergebnissen und eben dem Zerbrechen der Linkspartei, sagen wir, auch hier im Land müssen Neuwahlen her. Wir hören immer auf der einen Seite Aussagen der Ministerpräsidentin und dann zugegebenermaßen kleinlaut die gegenteiligen Auffassungen des Koalitionspartners. Und daher ist die Frage schon mehr als berechtigt, ob diese Koalition noch so viel Gemeinsamkeiten hat, hier die nächsten 2 Jahre zu gestalten. 2 Jahre, die sich entscheidend darstellen werden, nicht nur, weil wir Bundestagswahlen haben, meine Damen und Herren, sondern weil wir in einer tiefen Krise stecken. Viel entscheidender ist ja, was das Land voranbringt und was die Menschen im Land bewegt. Und es ist ja schon darauf hingewiesen worden, wenn wir den Koalitionsvertrag sehen, der stoisch abgearbeitet wird, ich weiß nicht, 555 Punkte, ich weiß auch nicht, bei wievielten Punkt wir inzwischen angekommen sind, habe ich oft nicht mehr den Eindruck, dass es dabei um die Menschen und um die Probleme des Landes geht, sondern dass es tatsächlich nur noch um einen Erhalt eines Koalitionsfriedens geht, der möglicherweise gar nicht mehr da ist, jedenfalls in entscheidenden Fragen nicht mehr. Wir sehen ganz viel, gerade bei den Themen, die uns bewegen, nämlich Wirtschaft, Finanzen, erneuerbare Energien, Zukunftsfähigkeit des Landes, wo die Landesregierung auf der Stelle tritt. Das ist zum Beispiel das Klimaschutzgesetz, das seit 3 Jahren versprochen wird und kein Millimeter vorangekommen worden ist. Die Ministerpräsidentin hat gesagt, man wird sich darauf einstellen, dass es keine zusätzlichen Ausgaben geben wird wegen der wirtschaftlichen Situation. Gleichzeitig haben wir die Chancen im Bundesland, die liegen bleiben, weil die Energiewende verschlafen wird. 2026 wird auf Landesebene neu gewählt. Bis dahin gibt es noch wichtige Projekte wie die Reform der Lehrerausbildung, das Klimaschutzgesetz, ein neues Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz beim Ausbau der erneuerbaren Energien und die Einführung eines Kinderschutzgesetzes.